Herzen. Ich glaube trotzdem, das ist eher für Knuckles als für Amy. Ja, das ist eher für Knuckles. Ich weiß, das ist jetzt storybedingt hier. Ich gucke jetzt trotzdem mal noch für Amy hier kurz nach. Oh, ach komm, ich will das doch gar nicht. Warum triggert das denn jetzt automatisch? Ach so, tut's nicht. Zufall. Also Kokos verdienen ist wirklich nicht schwer. Kokos. Was auch immer. Oh, ich erkenne wieder nichts. Also ich erkenne wirklich nichts. Aua. Ja, ich glaube, ich hätte einfach dieses Hyperloop-Energie nochmal aufladen sollen. Egal. Ja, ist, gut, es ist jetzt nicht so egal, aber... Man kann das auch skippen. Und das mache ich jetzt einfach. Es ist viel einfacher so, es einfach kurz zu skippen. Noch mehr Karte. Oh, nein! Es ist viel einfacher, so es einfach zu skippen. Oh Mann, Amy macht doch die Homing Attack, wenn ich den Knopf drücke, du. Mm. Ich mag diese Nacht nicht. Also, ich verstehe ja schon irgendwie den Sinn dahinter, aber ich sehe halt durch die ganzen Lichter nichts. Und das ist irgendwie, weiß nicht. Ich fand diese Jukebox, dieses Roulette-Casino, einarmiger Bandit-Ding, nie nervig. Das fanden ja viele nervig. Da hatte ich nie ein Problem damit. Aber das hier stört mich tatsächlich ein bisschen. Aber na gut. Was als nächstes? Also... Hier weiter vorne ist jetzt noch irgendwas. Das hier zum Beispiel können wir mal kurz aktivieren. Mehr Fertigkeitenpunkte für Amy. 6000, das gefällt mir. Ich drücke jetzt mal nichts. Okay, unter mir ist jetzt der älteste Coco. Ist das der älteste? Willkommen, möchtest du stärker werden? Womit fangen wir an? Gut, Temporinkapazität. Weiß nicht, wie hochwichtig das jetzt bei Amy ist. Mach mal. Weiß nicht, alles für Ringkapazität einsetzen ist ein bisschen übertrieben, oder? Vor allem brauche ich ja eine gewisse Anzahl Coco. Die möchte ich ja schon behalten. Mach ich mal trotzdem. Ich brauche jetzt erstmal Ringkapazität ein bisschen. Aber an sich, ja, ist jetzt nicht das Wichtigste, würde ich sagen. Ich will nicht alles einsetzen, weil ich ja trotzdem diese 20 da brauche. Deswegen mache ich jetzt mal nur ein bisschen Ringstufe erhöhen. Ich wünschte, man könnte angeln, weil das würde schneller gehen. Als jetzt jeden Koko da einzeln einsammeln. Ja, auch wenn diese Lichter da gewisse Vorteile bringen. Ich sollte weiter. Okay, aber der älteste Koko, der macht das da ja diese... Ihr wisst schon. Dieses Aufsteigen der Angriffs- und Abwehrpunkte. Aber ich sehe schon, Amy hat auch nur 7. Deswegen sollte ich doch mal hier mal ein bisschen sammeln. Und ich sage, ich brauche die nicht. Weil ich schon merke, man braucht die doch ein bisschen. Ich finde es auch schön, dass ich Sachen für Tate sammle. Was jetzt nicht unbedingt mein Ziel ist, aber na gut. Man könnte ja mal ein bisschen solche, anstatt Ausschau-Kokos, mal ein paar Upgrades für Angriff und Verteidigung geben. Also finde ich jetzt viel besser als hier diese ganzen Kokos zu verteilen, weil die sind mir egal. Also Ringkapazität und so, das ist mir wirklich, naja, brauche ich nicht. Genau. Oh, man kriegt ja wirklich viel dadurch. Okay, ich glaube, ich nutze diese Nacht jetzt doch mal ein bisschen aus. Erkenne ich denn irgendwie, was ist? Weil irgendwie, weiß nicht, sind die Lichter für mich random. Ich sammle da jetzt einfach mal ein bisschen was ein. Und nutze das jetzt mal für Amy aus, wenn das schon so ist. 50 Stück? Oh, okay. Habe ich irgendwas gesagt? Also ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott, nein, das ist ein Master Ninja.
Lass mich in Ruhe, okay? 999. Okay, ich merke schon, Nacht. Die Nacht sollte ich doch ein bisschen mehr ausnutzen. Ich bleib dabei, mit Sonic ist es ja unnötig. Da bin ich ja schon vollgestuft. Also, ich meine nur, man kann da doch relativ gut leveln. Ich werde trotzdem erstmal nicht alles für die, für ausnutzen von den Koko, weil am Ende fehlen mir die dann. Und ich will jetzt auch erstmal als Amy weiterspielen. Nicht, dass es dann gleich heißt. Oh, nee. Ach, warte mal. Ist das ein Ding? Nee. Ich will jetzt zu dem... Ich will dort hinten hin. Ja, komm. Ich glaube, ich soll das Ganze stören einfach. Okay, weg damit. Was muss das denn sein? Ich weiß nicht, ich finde das jetzt eher... Okay, ja, jetzt ist hier... Hä? Okay. Weiß nicht. Finde ich jetzt irgendwie komisch. Ich brauche noch ein paar Ringe. Oh nein, jetzt ist das Ding weg. Hä? Okay, jetzt komme ich darüber. Und den habe ich ja schon. Also es war egal. Wow. Nee, wo ist denn das? Hier ist noch irgendwo eins. Hier in der Nähe. Gerade hier. Chaos Emerald. Coco. Aber wo ist denn das, was ich hier eigentlich suche? Hier in diese Richtung. Hier entlang? Hier? Genau dort? Hier müsste einer sein. Da oben? Ich glaube da oben. Okay, wie komme ich denn da hin? Doch mit dem Rätsel hier was zu tun? Ich meine, kann ja sein. Ich weiß es nicht. Da muss ich aber erstmal ein bisschen rumgucken. Also ja, man aktiviert das, dann kann ich das hier benutzen. Schön und gut. Weiter. Bin dann hier. Kommen wir nicht hier hoch. Na gut, ich gehe jetzt erstmal hier entlang. Ah, entdecke hier ist was ganz Schönes. Schnapp mir das mal, weil ich mit Amy ein bisschen cheaten kann. Sehr schön. Und wie komme ich jetzt da hoch? Da muss ich ja auch noch irgendwie hochkommen. Ich entdecke nur noch keinen Weg. Und dass es gerade regnet, finde ich jetzt auch sehr schön, weil ich so nichts erkenne. Aber besser als die Nacht, würde ich sagen. Ja, dann muss das aber doch mit Amy gehen, weil... Also, vermute ich mal. Warte mal, ich aktiviere das mal. Ich brauche trotzdem mal mehr Herz. Erstmal, ja, genau. Geben wir mal ein paar Ringe. Aber kann Amy das denn überhaupt in der Luft aktivieren? Nee, oder? Doch, kann sie. Hä? Okay. Habe ich zwar vorhin ausprobiert, aber ging nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich schon auf dem Boden war und nicht mehr. Na gut. Egal. Ich beschwere mich nicht. Habe mich sowieso gewundert, warum sollte das für Knuckles sein? Und Knuckles kann in solchen Dingern ja eh nicht klettern, in solchen Wänden. Na gut. 29er Upgrade. Der hohe Sprung. Oder Kartenwirbel. Ein Wirbelangriff. Hm, ich glaube, Wirbelangriff interessiert mich. Zeig mal her. Das ist ja schon mal etwas. Damit kann man gut angreifen, würde ich sagen. Also von den Moves her müsste das mit Amy ganz gut klappen. Na gut, dann haben wir dieses Gebiet mal ein bisschen fertig. Hier ist ein Rätsel. Müsste hier auf der Karte eigentlich angezeigt werden. Nee, wird nicht angezeigt. Aber warum nicht? Ich bin ja direkt in der Nähe. Weil es die komplett falsche Richtung ist. Hier bin ich richtig. Also ich bin mir ziemlich sicher, so ein Master Ninja kann ich nicht besiegen mit Amy. Das ist zu krass. Amy ist ja noch Level 0. Hier?
Ah, das Rätsel. Oh, die waren relativ knackig teilweise. Nee, ich hab's schon verkackt. Ah, die sind teilweise wirklich sehr hart gewesen. Na, schon wieder verkackt. Komm, so schwer ist es nicht. Wir machen mal so. Nein. Nicht so. Nein. Schon wieder. Nee. So schwer ist das doch gar nicht. Muss ja so sein erstmal. Genau, schaut doch, das geht doch. So schwer ist das nicht. Es ist auch wirklich nicht so schwer. Ja, noch mehr Abwehr. Oh, Angriff haben wir auch sehr viel. Also, wenn ich Amy jetzt mal boosten würde, das gibt schon was. Das wird schon geil. Also, ich glaube, dann könnte Amy auch mal ein bisschen kämpfen. Du kannst auch gerne mal das kaputt machen. Noch mehr Abwehr. Also, ich glaube, Amy kann langsam mal frei kämpfen. Vielleicht, hoffentlich. Gut, wo möchte ich denn als nächstes hin? Ja, da hier und dort hin. Also ich packe hier mal hier zum Rätsel. Ja, ich würde erstmal sagen, es wird wahrscheinlich erstmal so ein paar Parts nur mit Amy weitergehen. Dann mit Knuckles. Lass mich so langsam mal alles fertig mache hier. Wir werden sicher noch mehr Gelegenheiten bekommen. Lohnt sich das überhaupt? Nee, ich werde zum Rätsel. Also ist mir erstmal egal. Das wurde mir nicht angezeigt, aber das nehme ich gerne an. Was muss ich denn hier machen? Einfach nur erstmal Stampf attacken. Okay. Das war's doch noch nicht, oder? Doch, das war's. Das war ein sehr schönes Rätsel. Das mache ich gern weiter so. Und ein paar Grind Rails. Und mehr Angriff. Und ein Boss. Wuhu, da freue ich mich. Hier hinten ist noch ein Rätsel, aber das ist doch weiter weg jetzt, oder? Nee, ist in dieser Richtung. Sind sogar ein paar Emi-Sachen. Dann würde ich aber trotzdem zuerst mal hier entlang gehen. Nehmen wir mal so eine Grind Rail, weil damit bin ich schneller voran. Okay, weiter. Irgendwo hier. Ich glaube, dort muss ich hin. Was haben wir denn hier? Ja gut, das hätte ich auch so hinbekommen. Das Trampolin kann man da später. Und okay, das bringt mir jetzt auch ehrlich gesagt nichts. Ach, Amy kann nicht klettern? Nee, ich glaube, Amy kann nicht klettern. Interessant. Aber ist das denn hier was für Amy überhaupt dann? Ich meine, wegtechnisch passt schon, aber nicht ganz. Mach mal so. Ich merke schon, ich glaube, ich hätte einen anderen Weg nehmen sollen. Doch, das war schon für. Es ist, okay, ich glaube, das war der komplett falsche Weg, aber. Irgendwie hat es geklappt. Das war laut. Warum war das plötzlich so laut? Okay, gut. Ich habe zwar jetzt was gemacht, aber es war nicht das, was ich machen wollte. Hier muss noch irgendwas sein. Das Umdrehen war gerade nicht schön, aber gut, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin, genau. Ach, es gibt ältesten Koko, ältesten Koko für Amy allein. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Sagt ja auch keiner. Gut, Eggman war irgendwo hier. Dann gehen wir mal dahin.
Endlich können wir auch mal was erreichen. Hallo, Dr. Eggman. I, the greatest scientific genius, up to no good. Don't mistake me for some small-time thug who commits crimes on a mere whim. Huh. What should I mistake you for, then? Ich weiß nicht, ob Eggman sich wirklich als Kriminellen sieht, aber naja, okay. Gut. Hier ist noch irgendwas. Komme ich denn da nach oben? Das ist eher Sonics Ding. Ich muss, glaube ich, von dort hinten. Ist das überhaupt irgendwas für Amy hier? Das sieht nicht für Amy aus. Das sieht eher was für Amy. Das ist definitiv mehr Amy-like. Hallo? Bitte? Spiel? Also, manchmal ist die Steuerung, also die Kamera eher, ein bisschen hindernd, aber okay. Das schaffe ich auch so. Oh, ich wollte dich nicht homing attacken, das möchte ich jetzt nur mal so sagen. Stirb. Okay, warum habe ich dann das hier, wenn ich sowieso homing attacke? Hä? Das sind so Dinge, die verstehe ich mal wieder nicht, aber... das ist nicht gut, 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 Ah, ist jetzt blöd gelaufen. Na gut. Erneuter Versuch. Ja, würde jetzt... Ich glaube, Story braucht jetzt erstmal wieder nicht erwarten. Also ich glaube, das wird auch ein bisschen dauern, bis wir wieder ein bisschen Story bekommen. Ja, ich glaube, ich muss erstmal hier rauf. Weil ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Erkundung mit Amy und dann wahrscheinlich mit Tails. Weil ich möchte langsam so mal ein bisschen was zeigen. Also mal sehen, mal gucken, was dann so kommt. Ja gut, das sind ganz... interessante Sprünge, muss ich sagen. Aber es geht. Dann wahrscheinlich hier rauf. Oder mache ich irgendwas falsch? Ich weiß es ja nicht. Nö, war genauso richtig. Okay. Und noch mehr Karte für mich. Ach nee, du bist der älteste Coco? Oh, das war mir nicht klar. Warum bist du denn so schwer versteckt? Können wir dich nicht einfach so leicht bekommen? Hä? Ich darf nicht mit ihm reden. Hallo? Schon wieder etwas, das ich nicht verstehe. Vielleicht muss ich ja später zu ihm hin. Na gut. Ich war wahrscheinlich wieder... Das ist wieder so ein Storypunkt wahrscheinlich und ich war wieder zu schnell dafür, oder? Die teilen sich also gar nicht, das ist eine M. Okay. Die teilen sich nicht, die Kokos. Was kann ich noch für dich tun? Level 29 und Level 29. Nee, muss nicht sein. Wir können gern weiter einfach. Aber ich kann jetzt mal... Ich könnte jetzt mal probieren zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie stark ich bin oder wie schwach. Ich weiß es nicht. Genau. Unendlicher Kartenwirbel. Gift parieren. Hoher Kartensprung. Spin Dash noch nicht möglich. Ich glaube, ich nehme mal Gift parieren. Das ist ganz nützlich, würde ich sagen. Hab ich nichts dagegen. Ich schwitze ein bisschen. Es ist gar nicht so warm, aber beim Aufnehmen im, naja, ist halt wirklich nicht so warm. Aber PlayStation 4, mein PC, ich glaube, das hitzt schon gut das Zimmer auf. Naja. Okay. Will ich denn nach dort hinten? Hier ist doch eigentlich auch was. Ich will eigentlich dorthin. Dort will ich hin. Oh ja, meine Lieblingsblöcke. Die habe ich ja schon so gerne gesehen.
sagen wir mal, ganz vorsichtig, aber es geht ja eigentlich, ja. Ja gut, das war jetzt nicht der Koko, den ich eigentlich haben wollte, aber das ist okay. Ich will ja trotzdem, dort hinten ist ja noch dieser eine Koko, den möchte ich eigentlich gern haben. Sage war ja auch noch irgendwo hier in der Nähe. Müssen wir mal gucken. Wie komme ich denn jetzt dort nach oben? Oder ich doch beim ältesten Koko eher mal gucken sollen? Das kann auch sein. Weil ich finde jetzt hier spontan nichts. Ich kann den Ort auch erstmal in Ruhe lassen. Das ist ja auch okay. Könnte ich auch erstmal machen. Lass ich das mal in Ruhe, weil ich glaube, wir müssen sowieso nochmal dahin kommen. Dann gehe ich mal zu Sage, dann dorthin, dann dorthin. Genau, dann machen wir es mal so. Und ich merke mir jetzt fürs nächste Mal bei der Nacht ganz viele Upgrades sammeln und Spaß haben. Dün, dün, dün. Interessant. Oh, nee. Also Spider Plus schaffe ich nicht. Das kann ich schon mal sagen. Das würde nichts werden. Übrigens, da stehen zwar 37 Stunden, aber mir ist aufgefallen, wenn ich das Spiel im Home-Menü lasse, dann zählt es die Zeit mit. Ich kann mir Spider Plus anschauen. Kann ich aber vergessen. Was ich aber natürlich machen könnte, wäre natürlich den Cyberhammer aktivieren. Ich glaube, damit kann ich vielleicht was machen. Ich bin schön, dass er mich nicht... Ich wollte gerade sagen, es war schön, dass er mich nicht trifft. Nee? Ah. Interessant, dann weiß ich schon, zumindest schon mal, wie man ihn besiegen würde. Weil ich glaube, Amy und so sind stärker als Sonic. Zumindest vermute ich es mal. Oh, das ist auch so eine üble Attacke. Schnell, schnell, schnell. Das müsste ausreichen, oder? Nein? Reicht noch nicht aus. Okay. Ein bisschen vorsichtig sein, aber Spider-Plus sieht schon mal sieht nicht so schlimm aus, tatsächlich. Ich glaube, der wirkt nur so. Ja, okay. Die Attacke ist ein bisschen kacke, aber... Reicht das? Nee. Ich kann natürlich wieder die Attacke mal ein bisschen aufladen. Oh, ja. Ja, okay. Damit habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gerechnet, aber naja. Reicht das? Oh, er hat es abgewehrt. Warum fliegt das Ding in der Luft? Na gut. Hier ist was. Ja, ich renne rein. Das ist okay. Hat er das gerade auch zerstört? Das ist ein bisschen ätzend. Ich glaube, der zerstört gerade alles. Oh, das ist auch so eine ekelhafte Attacke. Oh, jetzt spammt er wieder. Jetzt wart doch mal ab. Endlich. Oh, ich mach gar keinen Schaden. Ich mach wirklich gar keinen Schaden. Vielleicht muss ich auch cyberloopen. Oh, das ist eine gute Chance. Das ist eine richtig gute Chance. Wie hat das denn alles verfehlt? Ja, nee. Also, ich glaube, dafür bin ich immer noch zu schwach. Amy fehlen halt auch irgendwie die Kombos. Na gut, na gut. Zumindest weiß ich schon mal, wie man Spider-Plus
ein bisschen schwächen kann. Gut zu wissen. Hier ist irgendwo noch ein Koko. Ich finde, das Schwerste bis jetzt im Spiel ist wirklich herauszufinden, wie ich überhaupt zu denen hinkomme. Gleich hier rüber. Es wirkt zumindest richtig, sage ich es mal so. Okay, das ist für ein Abwehr-Upgrade, also so ein Abwehr-Upgrade, aber das will ich eigentlich gar nicht haben. Vielleicht finde ich aber von hier aus einen Weg zum Koko, den ich haben möchte. Dorthin möchte ich hin, oder? Ich mach's einfach so. Hat geklappt. Damit bin ich zufrieden. Das war's. Ja, es sind schon noch einige Orte, die ich abklappern muss. Das da war doch Ghost, oder? Ghost-Territorium? Dann ignoriere ich es mal. Hier unten ist nur ein Schatz. Wahrscheinlich ein Ausschau-Koko, oder? Nee, ein Zahnrad. Welches ich wahrscheinlich bald nicht mehr brauchen werde. Ich vermute noch ein Cyberspace-Level, vielleicht noch zwei. Hier irgendwo ist Sage. Hier, hi. Gut. Hier ist eine schöne Rätselparade und dann da. Wenn ich mir noch so hier ein bisschen schau, hier ist ein Sonic und Sage, okay. Knuckles und Eggman sind da unten. Also wir gehen jetzt mal so rum, würde ich sagen. Würde ich jetzt mal sagen. Bin ich hier richtig? Ja, geradeaus. Und dann bin ich glücklich. Hier hätten wir was für Amy. Hier haben wir nach. Okay, perfekt. Achso, muss ich eingreisen. Ja, dieses Rätsel mochte ich so eigentlich auch nie, aber naja. Muss da auch immer sehr stark suchen und dann weiß man nie, wo es ist. Ist halt wie die Cockblume. Also man merkt doch schon ein paar Parallelen zu Breath of the Wild, aber naja. Nur, dass das nur in der Nacht möglich ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht, naja. Ich glaube, das wird das Ende sein. Das sieht abschließend aus. Hier ist auch gerade eine Koko-Belohnung. Das ist Spider Plus gewesen dort als Gegner, glaube ich. Wo muss ich hin? Ist direkt über mir. Ja, genau da. Okay. Komm, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Das finde ich. Das kriege ich hin. Genau, Amy. Genau so machen wir es. Ich glaube, ich muss die Box zerstören. Und nochmal. Und nochmal. Lass mich durch. Und nochmal hier.